Alles klar, Freunde, willkommen zurück zu Fire Emblem. Wir geben jetzt hier Vollgas im Kapitel 20. Hier, Roarsch muss besiegt werden, Level 10 General mit einem Speer. Irgendwie habe ich keine Angst vor dem Typen, ganz ehrlich. So, aber was wir machen müssen, ist aufpassen vor den ganzen langen Lanzen, der langen Ballistas und sowas alles. Und ja, hier, Juno, die Schwester von Senna Merkur, müssen wir rekrutieren. Rotieren. Wo sie, vor dem Kreis gedreht. So, okay. Aber jetzt heißt es doch erstmal, uns hier durchboxen. Silberbogen, kannst du nicht irgendwie ganz geil und fix hier down machen? Ja, los, tu's. Silberbogen. Wie gesagt, wir haben auch ein klein bisschen Zeitdruck. 25 Züge nur wieder Zeit, um das vorletzte Bonuskapitel auch abzuschließen. Also, so, wer geht jetzt vor? Halt, ach verdammt, ja, scheiß Ballista nochmal kurz abchecken. Wie weit? Okay, die kommt ja fast gar nicht weit. Gut, dann kann er ruhig hier hin. Sie meine ich, sorry. Reicht nicht auch Stahllanze? Ja, Stahllanze reicht auch aus. Der macht sowieso null Schaden, trotz Armor Slayer. Und Ching. Voll doof, ja. Anscheinend wirkt so ein Armor Slayer ja nur bei Rittern oder Generälen. Weil soll ja eigentlich die Verteidigung umgehen. Egal, so. Der nächste kann vorrücken. Percival, wie sieht's aus? Kannst du hier den vielleicht mal richtig schön... Ja, schwäch ihn mal. Den dicken hier. Und leider mal. Sehr schön. Okay, wir haben es ja leider auch wieder mit einem Berserkerstab zu tun. Zwei Pen hier zwar schon, aber... Oh Mist, ey. Sie kann natürlich keine weiterentwickelten treffen. Nee, leider nicht. Gut, dann, Alan, du als nächster. Oder halt meine fetten Schwertmaster hier. Helden, meine ich. Ja, Helden, los. Sei ein Held. Kill ihn mit deiner Killing Edge. Und yeah. Sehr schön. Gut, 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 gut. Ich habe eigentlich echt keine Angst, dass die alle schon irgendwie jetzt abkratzen oder so, weil die sind so fett trainiert. Da dürfte eigentlich nichts passieren. So, okay, dann nochmal der nächste hier. Haben wir gleich mal schon eine kleine Schneise durchgeratzt. Oh, warte mal, geht es nicht irgendwie fetter mit einer... Okay, Flux. Also, guck mal, wie viel Schaden das macht. 21, ist echt nicht schlecht. Was ist mit der Silberklinge? Oh, die haut rein. Ah, gibt es irgendwie einen besseren? Sie will ich auch nicht so oft benutzen, ja. Lilina. Oh, die anderen pennen ja alle, ey. Sie hat noch 5-mal Restore. Also einmal kann ich sie ruhig noch restoren lassen. Okay, komm, Alan. Alan, du marschierst jetzt hier lang. Und machst den richtig down. Ja, komm, jetzt schaffst du, Alan. Los! Los! Yeah! Critical! Nyo, 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 bams! Alter, durch die Kutte durch. Alles klar. Wir kommen immer weiter voran. Zorro, kannst du jetzt hier vielleicht den Typen jetzt down machen? Halt, ich meine den da. Nee, so geskillt ist er dann doch nicht. Gut, dann mach einfach mal Killing Edge auf deinen Söldnerkollegen. Der hat ja auch einen Armor Slayer, was ist denn los? Und tschüss. So, was kommt denn hier nach für ein Bonuslevel? Weiß ich gar nicht. Ist auch ein AB-Bonuslevel. Ganz merkwürdig geteilt. Aber es wird schon klappen. So, ich bin zwar im Nachteil, aber nicht allzu doll, nicht wahr? Tschau! Schön den Druiden platt machen. Dann sperre ich dann diesen einen Helden des Gegners ein, um ihn von, ja, von Fahrer töten zu lassen. Das gepunkte Mann. Dann steigt sie auch wieder ein Level. So, wer kann den jetzt einsperren? Ach ja, scheiße, ich muss ja sie hier restoren. Sie muss ja ganz weit kommen. So, erstmal, sie kann bis hier hingehen. Woi, du kannst natürlich wieder nirgendwo hingehen. Na gut, dann sperre ich dich halt ein. Ach man, wenn er den angreift. Ah, ist doch scheiße. Ich habe keine Zeit für sowas. Ich muss jetzt leider erstmal hier. Und tschüss. Horse Slayer gedauert. Oh, das war sogar gut. Da. Gut, gut, gut. Ja, und hier, du sollst jetzt nichts machen. Cool, dann stellst du dich mal hier hin. So, und die anderen pennen. Du gehst auch schon mal weiter vor. Okay, was macht der Gegner? Warte, ich bin schon erreichbar. Oh, na gut, das dürfte er. Ja. Jaum. Sehr schön. Verschießt seine Muni. Habe ich kein Problem mit. Wen haben wir denn da noch alles? Oh, lauter so eine weiterentwickelten Fetten. Und ich habe mich am letzten Partner beschwert. Wisst ihr noch? Oh! Von wegen, ja, kann der Gegner mal die ganzen Doppeleinheiten hier rausholen? Nee. Och nö. Mann, wie oft hat denn der Typ Schlaf? Der müsste jetzt aber kaputt sein. Oder hatten zwei Leute Schlaf? Er ist ausgewichen. Er ist mal ausgewichen.
Okay, Sam. Okay, der hat irgendwie so einen heiligen Scheiß hier. Wow, daneben. Boy, kann ich hier auch nicht als Abfangtyp benutzen. Ist auch alles so scheiße, ja. Autsch. Oh, die ganzen Magier hier, ey. Die ganzen Magieanwender. So, was machen die jetzt? Nichts. Okay, Boy, dann gehen wir mal nach vorne. Fahr, du machst den Typen da down. Okay, ja, wartet mal. OJ, du bist kurz vom Level up. Also, ja, genau. Geh du mal hier hin. Right. Oh, den Schlafenden kann er nicht erwischen. Den Schlaf-Spell-Trottel. Komm. Kill mal alle hier, die schon mal durch die Wand durch. Wie das gehen soll, keine Ahnung, aber es geht irgendwie. Ich freue mich so wie noch nie. So, Ellen. Ah, du hast jetzt keine Fernwaffe, aber sie. Kann irgendwie. Ach, oh, Mann, keiner kann den. Oh, den hier auch schon mal down machen, wisst ihr? Der ist ja auch so kacke. Das könntest vielleicht du machen, wenn der andere aus dem Weg geräumt wäre. Okay, also dann. So, bitte einmal. Na, komm schon. Ach. Ich schaff's nicht, ihn umzubringen. Ist ja auch nicht so weiter wild, ich weiß, aber. So, was auf jeden Fall jetzt mal gemacht werden muss, ist hier. Ich muss sie hier aufwecken. Restore. Und ich sehe auch gerade, dass da einfach mal so ein kleiner Söldner an den Rand kommt. Kommt einfach angetrüppelt. Swing! Ich bin wach, ich bin wach. So, der fliegt schon mal ganz weit nach links. Da habe ich ja schon letztes Mal geguckt. Mir ist ja alles frei an Weg, an sich. So, du gehst hier hin. Oh, der ist ja ganz schön stark, der Typ. Warum bist du so stark, du Sack? Na, warte mal. Dich krieg ich ohne down. So, Zorro. Nee, halt du. Du machst den hier down. Ja, sehr schön. Null Damage, bin im Vorteil. Alles klar. Und Tion Joing daneben. Mit Göttlichkeit. Nee, Lightning war Blitz, ne? Ja, Blitz. Ist ja nicht so ja noch die Anfangswaffe? Fail. So. Ja, du dann bitte killst diesen Eulen. Oh, das muss nur einmal. Nur noch eine Wurfaxt. Mann! Verdammt! Okay. Du schwächst den Typen. Sehr schön. Hau mal schön 30 Crit runter. 30 Schaden rein. Oh, daneben. Und Bams. Yeah! Ein Level up für Sue. Gute Wertewesen, Level 12. Ah, okay. Resistenz ist gut. Okay, dann so. Bitte einmal brutzel ihn weg. Wumms! Und tschüss. Okay, jetzt gucken, ob die jetzt wieder doppeln kann. Oh, Alter! Wirklich immer ein ganzes Level. Ist das geil. Ching! Vielleicht kriegt sie noch ein. Oh, Alter! Wie levelt die denn? Warum leveln die anderen Einheiten nicht so krass? Ist ja oberübel. So, du musst jetzt am allerbesten halt ja schon mal hier hinfliegen. Halt, wer ist denn hier unten eigentlich alles? Hier ist keiner. Hier ist keine Sau. Oh, kannst du den nicht? Ach. Keiner kann hier irgendjemanden umbringen. Das ist mies. Okay, ich muss mich um den Arsch kümmern. Sie fliegt schon mal hier hin. Du kommst auch mit nach vorne. Ja, okay, dann gehst du weg. Dann schwäch ihn halt einfach mal. Einfach so. Gut. Und dann muss ich mal anfangen, schon mal die Mauern kaputt zu machen. Handachs ist kaputt. So, ich hoffe, ich habe jetzt echt nicht hier irgendwie übertrieben, dass hier irgendwelche Leute jetzt sterben. Nee, wurde auch noch keiner getroffen. So, mein Dieb sollte eigentlich auch flink genug sein. Und Percival, ach man, scheiße, geringe Trefferchance. Aber der Typ auch. Warum? Mitten auf dem freien Feld? Autsch, ey, jetzt auch nochmal. Yeah. Percival, der hat Stil. Und Level up. So, das hält jetzt gut aus. Ich hoffe, es kommen keine fiesen Überraschungen. Noch irgendwelche fiesen, noch fetteren Fernangreifer oder so. Oder die Ballisten, Kritten oder so eine Scherze, womit man ja nicht rechnen kann. Shoppen müsste ich auch nochmal, aber nicht jetzt. So, die ist ja geschützt hier vor Pfeil und Bogen. So, wir hatten ja nicht eine Fernwaffe. Ja. Der, nee. Oh, der hat einen Schwertmeister. Ach du Scheiße, so ein Schwertaushebler. Oh, der hat seinen Ollet Schlaf da. Der wird doch auch 100% nochmal einsetzen. Mist. Naja, okay. Alan, du gehst mal nach da. Stahllanze reicht aus. Nicht alle hier auf immer umbringen. So, Gonzales wird noch eine Weile pennen. So, und sie fliegt auch hier lang. So, alles klar. Was macht der Gegner? Er will echt. Oh, heiße Scheiße, Alter. Mensch, Chat! Warum kannst du dich nicht weiterentwickeln? Du bist jetzt auch voll am Arsch. Und was macht der jetzt da? Join! Ausgewichen. Longballist. Jetzt kommt der auch nochmal. Nein, ich trifft auf keinen Fall. Wow. Oh, sie muss sich auch noch heilen. Heilen, heilen, heilen. So, oh, die machen sich alle langsam auf den Weg. Und das ist natürlich jetzt Ober. Alter, was zum. Zack!
Alter, ich zeig dir mal, wie man das macht. Macht man so. Oh, warum kriegst du denn nicht Zorro? Der wäre viel geiler gekommen. Okay, Leute, ein Highlight. Ich habe einen kritischen Treffer eines Gegners weggesteckt. Okay, 4x3 waren jetzt nicht so viel. Ey, oh. Okay. Dann muss ich jetzt auch einmal einsetzen. Dann habe ich nochmal genau dreimal Restore für den... Yeah! Sehr schön, Sailor Merkur. Ich wusste, ob ich es verlass. Ich hab's doch gewusst. So, wie sieht's zwischen hier aus? Okay, die Lanze kommt nicht dahin, wo Chat hin soll. Nämlich da. So, dann fliegt sie auch schon mal dahin. Du hattest hier die ganzen Truhenschlüssel, genau. 4, 4. Okay, du hast nochmal 5, ne? Ja, okay. Gut, dann geht's jetzt hier richtig auch mal. Zamba weiter. Warte mal, kann er? Ja. Okay, aber heilen. Und der muss geheilt werden. Hier, du heilst jetzt mal den Kumpel hier, den Zorro-Kumpel. Nicht, dass hier irgendein scheiß Magier ankommt und so, wir wissen ja Bescheid. Yeah, wieder Full Heal. Um dich, Lina, wird sich gleich die andere hier kümmern, die hier oben steht. Oh, warte mal, die kommen ja alle an. Oh, das ist nicht gut. So, der hat nur noch Flux. Okay, dann, die soll mal kommen. Die soll mal ruhig kommen. Der pennt ja noch eine Weile, ne? Wie lange pennt denn der? Ach, 2 Runden noch. So, die kommen aber nicht auf einmal alle an, das ist auch gut. Mauer einruppen. Mauer einruppen. Ja, Knax. So, und du machst mit deiner Silberklinge bestimmt extrem viel Schaden. Naja, okay. Naja, ist jetzt nicht so dolle, ne? Okay, dann machst du halt den Typen hier down. Der dich so schön arschlos gekrittet hat, der Sack. So, kann gepflegt sterben. Und dann wird jetzt der Bischof endgültig ausgenockt von OJ. So, sag tschüss, mein Kumpel. Kein, schon mal ein Fernangriff weniger zu befürchten, ja? So, ich schätze auch mal... Oh, schöne Werte, geil. Wenn ich jetzt hier durchgehe, sind da bestimmt ein paar Leute, die mich angreifen können, oder? Über die Mauer hinweg? Nee, nur der. Auf einer Truhe. Okay. Den müsste man eventuell auch locken. So, die Tür bleibt noch schön zu. Das ist ja der Fette. Der Fettsack. So, Longballista konnte genau nicht dahin. Stelle ich mal hier hin. So, und hier unten auch in der Inne. Die kann wie weit schießen? Ach, naja, mein Gott. Die wird schon keinen killen. So, und wir bleiben einfach mal. Na, Roy, du bleibst mal ganz woanders. Heil dich mal. Nee, brauchst du noch nicht. Du wartest mal, bis alle Munition verballert wurde. Werden die hier alle mit denen fertig? Ich glaube ja nicht. Ach, vielleicht die zusammen alle, ja, wenn der wach wäre. Okay, warte mal, ich kann ja... Jetzt ist ja der Schlafstab ist ja weg. Ich kann ja noch, ja genau, so, schön restoren, den dicken, ja, ich bin auch wieder wach. Und dreimal restoren muss ich unbedingt aufheben für den Berserkerstab. Muss ich aber auch hinmachen, die steht ja genau falsch. Die steht ja falsch, wie weit ist denn der Berserker hier? Warte mal, hier ist der Typ, der hat den, ja. Der könnte bestimmt schon einen erreichen vielleicht, okay, muss ich aufpassen, dann muss ich sie jetzt bald noch runter schicken. So, dann kommt mal alle her hier, ihr Säcke, kommt mal alle her. Ihr werdet schon erwartet von Sue, von Gonzales. Und von Far, Percival. Genau. So, und du machst hier die Mauer bitte kaputt. Mit Killerlanze? Kannst du kritten? Nee. Na, dann machst du einfach mit der Stahlklinge. Knacks! Gut. Okay, Daumen drücken, dass er noch nicht mit seinem Berserker ankommt. Oh! Na klar, mit 28%! Ist das scheiße? Ey! Nein! Oh, Gottes Willen! Leute, man, ist jetzt wieder keine dumme Handlung von mir gewesen oder Glück gehabt. 23%! Ist nicht mal ein Viertel. So, es kommt aber keine Sau. So, jetzt hoffe ich, dass es wirklich mit Taini ausreicht. So, warte mal, da muss ich, glaube ich, Item benutzen. So. Alles klar, und? Es klappt. Wer bist du denn? Große Schwester Juno oder Juno. Sailor Merkur, was machst du denn hier? Ich sag doch zunächst mehr, voll der Running Gag. Was machst du denn hier? Na, ich bin in der Eutrianischen Armee und sowas alles. Ich war ganz schön überrascht, als ich hörte, dass Dessa von Byron übernommen wurde und sowas alles. Aber ich wusste, dass du okay sein würdest. Oh, und du, warum sagst du sowas? Naja, du bist der Captain unserer Truppe, unserer Flugeinheiten, Oberschaft und sowas alles. Byron hat keine Möglichkeit, dich zu besiegen. Ach, danke, Mann. Tja, es tut mir leid, dass ich... es tut mir leid, was? Ja, es muss ja ganz schön leid getan haben, zu hören, dass ich gefangen genommen wurde. Naja, das ist schon ein bisschen kacke und so. Aber mach dir keine Sorgen, Mann. Ey, nicht selber scrollen, was soll das denn?
Ja, ich konnte selber die ganzen Leute hier retten und die im Schloss sind und sowas alles. Aber wenn ich dir beitrete, könnte ich auch gegen Bywin catchen. Ja, Mann, also willst du mit uns kämpfen? Na klar, Mann. Oh, cool, dein Ehemann ist auch bei uns. Ah, also warum macht dich das denn so froh? Naja, nee, macht dich das froh? Ja, ich bin ein Pegasus-Ritter geworden, nur weil ich so sein wollte wie du. Mit dir an einer Seite zu kämpfen ist wie ein Traum. Ach, Mensch. Naja, du hast immer das gemacht, du bist immer ganz schön überheblich gewesen oder du hast dich immer zu doll gefreut mit manchen Sachen und sowas alles, ja, also, naja. So, sehr schön, geil, haben wir Juno rekrutiert. Sehr schön, und die soll mal, ach warum, die brauchen keinen retten, die bleiben hoffentlich alle da. So, was ist hier jetzt noch? Ja, also gut, ganz gut, wichtig, ganz wichtig. Gucken, ob das hier alles schon so klappt, wie ich das wollte. Wer ist denn hier der Gefährlichste? Die sind alle gefährlich, nicht wahr? Hier hat irgendjemand, der hat einen Lanzenmeister. Okay. Da könnte doch bestimmt eine Stahlaxt richtig reinballern. Die Trefferchance ist bloß so gering. Stahlblade. Oh, warum ist die Trefferchance so scheiße gering? Gonzales, was mit dir? Ich da nehmen, Mann. Ich muss mal gucken. Ich kann wieder richtig reinballern. Ja, okay. Das ist sehr schön, Mann. Hier macht erstmal die Mauer weiter kaputt. So, und sie muss irgendwie geheilt werden. Also, geh du auch mal nach oben. Okay. Hui! So, ganz dringend heilen. Stab. Pflege. Ich will meinen Berserkerstab irgendwie doch nicht so sinnlos verschwenden. Weiß nicht. So, kannst auch mal wieder ein bisschen was einstecken und sie ist bald Level 20. Alter! Ich hab schon Berserker einmal eingesetzt. Okay, ich hab's doch verschwendet. Sorry! So, mal gucken, was die da noch viel weiter bekommt. Aber erstmal, ach. So viele Einheiten hier. Kann ich irgendeiner irgendwie... Guck mal, mit deinem Schwert zum Beispiel. Ah, nee, zu wenig. So, was hast du für eine Waffe? Du warst der Schwerttyp. Gut, dann mach dich jetzt mal Gonzales down. Darf ich wirklich? Klar! Geil, Mann! Alter. Oh, tschüss! Okay, einer ist down. Der mir gefährlich werden kann. So, fahr so natürlich den richtig krassen da Downmacher. Dafür muss der erstmal sterben. Ja, schön. Den nächsten down! Ah. Und dann nochmal. Tschüss. So, und Zu macht jetzt... Ach nee, vielleicht ist er auch wieder zu stark. Kann er auch wieder sein. Alter, der hat bloß eine Eisenklinge. Komm. So, komm, das schaffst du doch, oder? Ah. Die sind echt krass stark, die ollen Typen. Warte mal, sie kann... Ah, okay. Wie könnte er denn hier reinhauen? Mit einer Killerlanze ist zu hoch die Chance zu kritten. Das ist gut, wenn er 30 abziehen würde. Aber er wird er bestimmt nicht schaffen. Irgendwie einen besseren Weg, die Chance zu erhöhen? Nö. Eher noch zu verschlechtern, ja. Naja. Okay, dann halt Killerlanze. Was soll's? Der muss ja weg, der Sack. Ein Treffer. Okay, jetzt brauchst du nicht mehr treffen. Du hast nicht! Oh. Gut, egal. Hauptsache, der Typ ist weg. Eine sehr starke Einheit, die muss doch... dezimiert werden. Okay, Freunde, ich warte noch einen gegnerischen Zug des Gegners ab und dann ist der Part ja auch leider schon vorbei. So, der Typ kommt auch bald an. Die werden bestimmt nicht Fahr angreifen. Gehe ich mal von aus, weil die ist doch viel zu stark. Die können doch nicht einfach die Kleine da... Na, falls doch, ich muss... Naja, ich weiß nicht, meine Freunde. So, Juno, kannst du mit ihm hier quatschen? Nee. Naja, okay, du bleibst doch mal hier. Rette mal zur Sicherheit irgendjemanden. So, schön hier bleiben. Ich hoffe, hier kommt keiner mehr. Und wehe, hier kommt einer. So, was wollte ich jetzt machen? Wand kaputt. Mit der Handaxt, knacks. Gut. Waffenlevel kleiner erhöht dabei. So, jetzt ist der Stabtyp hier so ein Problem. Der kann so weit laufen. Bisher hat er es noch nicht gemacht. Nee, da warte ich lieber, bis ich sie weiter runter in Sicherheit holen kann. So, du bleibst mal da. Bleibst da. Und ich traue mich jetzt noch gar nicht weiter vorzugehen. Nee. Kurz warten. Kurz warten. Ja, schieß doch deinen ollen Pfeil da. Doing. Daneben. Dumm. So, und mal gucken, wie viel Zeit ich noch habe. Ich habe immer so eine geringe Trefferchancen, ja? Aber manchmal treffen die einfach. Das ist dann echt ärgerlich. Ach ja. Gut gemacht, Gonzales. Ich bin cool. Brauchst mir nicht zu sagen. So, ich habe dich jetzt den Druiden ausgesetzt. Du hast nämlich null Resistenz. Aber... Was soll der machen? Oh, ein Critical? Du Sack. Also, er hat eine Critical-Waffe, aber er hat keinen ausführen können.
So, Gonzales, das hältst du aus. Und das trifft auch nicht. Ey, das kann doch nicht. Das darf nicht treffen. Es hat volle Kanne getroffen. Mit 31%. Ich bin überwältigt. Naja, Freunde. Leute, wo wollt ihr hin? Seid ihr total bescheuert? Egal, Leute, das machen wir im nächsten Part, okay? Vielen Dank fürs Zuschauen mal wieder. Wir haben erst gerade mal Runde 6. Okay, der Weg zu dem Oberboss ist ja nicht mehr weit. Das würden wir, also das Bonuskapitel schaffen wir auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Ich muss ja nicht unbedingt den Gegner platt machen. Aber alle Schätze will ich haben. Und bis dahin, sage ich mal, tschüss bis zum nächsten Part. Tschüss!